Good evening, boys aufnehmen. And girls, ladies, and a gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. Or is it? Shh. Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board. Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom. Best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now, one fine morning, Hattie and pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic... Fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today, 'twas a day like any other adventure-y day. Spirits were uncrushably high, everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise, and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Boy, that was quick. And there was thunder. Boom! And the lightning. Boom! And the wind. Boom! And like that, it was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you. Hattie continued, but the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it, because the ocean was all like, psych! And it came back even bigger this time, twice as big. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. Huge giant waves thrashed the boats to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, help me! Splash! Splash! And there was this huge whale like, and made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, hold on to your butts. Land ho! And bang, 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 smash! A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. What a strange, mysterious island. Ja. And what's this? The shore is riddled with little friend-sized footprints. Hallo und herzlich willkommen zurück oder zur ersten Folge von Battleblock Theater, hier mit Lumi. Hallo. Und wir haben uns gerade das Intro, genau, das Intro angeschaut. Und das ist so ein bisschen jetzt der Anfang und ein bisschen Tutorial. Und mal ganz kurz ein bisschen die Musik leiser machen. Ja, du kannst es gerne noch ein bisschen einstellen. Du kannst leider die Zwischensequenzen nicht einstellen, der Lautstärke. Das müssen wir noch später nachdenken. Dann bist du ganz schön übertönt. Hui! Wollen wir ja auch nicht, weil wir wollen ja wissen, was du uns zu sagen hast, ne? Ich bin nur noch ein Kopf. Aber ein sehr cooles Intro. Solche Zwischensequenzen gibt es nach jedem Kapitel. So, wir sollten, jetzt in das sogenannte Battleblock Theater gehen. Wir wurden nämlich gerade willkommen geheißen im Battleblock Theater. Maybe our friends came in here to take shelter from the rain. That's smart. But geez, what a gloomy place. Ever heard of spring cleaning? Da bin ich gerade dran. Frühjahrsputz daheim. Aber bis jetzt ist es einfach nur weiterlaufen. So ein bisschen. Ah, da ist unser Schiff da hinten. Guck mal. Oder ein anderes Schiff. Und das ist hier so ein bisschen Tutorial, weil man kann hier mit einem Doppelsprung. Also hier lernt man einen Doppelsprung zum Rüberspringen einfach nur, damit man weiß, wie man hier hochkommt. Man merkt, du hast es schon mal gespielt, ich nicht. Das ist nicht so schlimm, da kommt man rein. Ansonsten wäre es auch so ein bisschen langweilig, wenn hier beide schon perfekt springen könnten, glaube ich. Da würde es nur ziemlich schnell gehen.
In anderen Worten, ich bin hier für die Witze und Fails verantwortlich. Ja, so ein bisschen. Aber ich fail auch später auf jeden Fall. Oder... don't put on, steht es. Hattie! And look, he's made some wonderful new friends. Ooh, and they got him a present. How thoughtful. Hey, wait a second. I don't think that was a present. Ha! Those guys aren't wonderful new friends, are they? Just stay hidden and keep quiet. They haven't seen you yet. Oh no, they see you. Clench your butt. This isn't gonna be good. Yep, that wasn't good. That wasn't good at all. Wir wurden gerade gefangen genommen. Okay, wo sind wir jetzt? In der Gefängniszelle und wir müssen hier raus. Das Setting von dem Spiel ist, dass man hier für die Katzen, die uns gefangen haben, sozusagen immer gefährliche Parcours meistern soll als Belustigung. Deswegen ist es hier Theater. Mit Y geht man hier rein. Warum nicht nach rechts, wie der Pfeil zeigt? Das hier ist Kapitel 1. Das ist wahrscheinlich mein Fortschritt, der da zu sehen ist. Warum auch immer der meinen Fortschritt jetzt genau, obwohl du gehostet hast. Wenn man zu lange Y drückt, explodiert man übrigens. Super. Ja, sieht ungefähr so aus. Dann kann ich neu. Kaputt machen? Wir können uns auch gegenseitig kaputt machen. Ja, hier, du brennst. Tschüss. Danke. Man spawnt aber wieder nah beieinander. Und schwimmen kann man nicht. Achso, hier muss ich dir helfen. Genau, das habe ich gerade gemacht. Hier mit RT, also rechten Trigger. Kannst du dich mal hinstellen? Gedrückt haben. Und wenn ich dann gegen dich laufe, wirst du mich. Und wenn ich mich hier hinstelle, zieh ich dich hoch. So. Und die Dinger gehen weg. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil hier kann man hochspringen. Man braucht es hier nicht sogar. Da springt man höher, wenn man dagegen springt. Du kommst uns nicht hoch. Du musst auf die Dinger unten. Ah, aua. Genau. Das ist ein Teleporter. Wir müssen uns wieder helfen gegenseitig an der Kante hier so. Zack. Und dann musst du mal drauf stehen bleiben, damit ich rüberkomme. Sehr gut. Ach, nett. Das gefällt mir. Da gibt es bestimmt noch irgendwo hier oben was zum Sammeln. Bonusmäßiges. Da ist ein Bonus. Sammeln wir die auch zusammen? Ja, ja. Was einer einsammelt, haben wir beide. Ich wollte dir eigentlich helfen, hier noch ein Stück weiter nach rechts zu fliegen. Nee, nach rechts, nicht nach links. Warum machst du das dann? Weiß mich doch auch nach rechts. Gehst du in die falsche... Ich stehe in die rechte Richtung. Ich werf dich immer über mich drüber. Ich stehe in die richtige Richtung. So werf ich dich auch nach... Du musst von der anderen Seite an mich ranlaufen. Ja, da rechts ist nichts mehr. Ja, aber ich bin jetzt hier unten. Okay. Wenn man sieht. Dann müssen wir jetzt nach links zum Ziel. Was passiert, wenn wir beide im Wasser versaufen? Müssen wir, glaube ich, ganz vorne anfangen. Das gleichzeitig machen. Genau, einsammeln. Und dann ist es extra offen. Und es geht ja auch mal um Zeit. Wenn man es schnell macht, kriegt man einen Bonuspunkte. Okay. Jetzt haben wir den Zeitstempel nämlich nicht bekommen. Deswegen haben wir nur ein A. Und wenn man den Zeitstempel bekommt, kriegt man ein A++. Damit kriegt man extra Diamanten, womit man dann Freunde befreien kann. Mit den Diamanten befreit man nämlich seine Freunde. Auf mich drauf. Bleib doch stehen. Ja, will ich doch. Muss man das sogar? You truly do. Du musst schon halten. Nee, an der Ecke vorne. Genau. Dankeschön. Huch. Macht man, wenn man alleine spielt? Geht das? Da sind die Level anders gebaut. Nein. Ist ein bisschen complicated. Ha, Teleporter. Okay, ich brauch dich hier oben. Stellen, ne? Ich brauch dich hier. Ich komm nicht ran. Okay, Moment. Komm mal rübergesprungen. Ja? Genau. Nein! Ah, nicht ganz. Ich hoffe, du legst es nicht drauf an, dass wir wirklich schnell sind. Aber beim ersten Mal nicht. Ja, genau. Und wieder zurück. Dankeschön. Ah, ich habe mir eine Art Waffe gefunden. Flup! Geht's da wieder runter, wo ich hingekommen bin? Müssen wir nach links gehen, glaube ich. Hier. Oh nein, ich hatte auch gerade mal ein bisschen. Nicht so schlimm.
Kante so ein bisschen aufgespießt werden. Verdammt. Danke. Jetzt haben wir keine Feinde mehr, ne? Nö. Ja. Die Katzen wollen knuddeln. Ich will nicht knuddeln. Aber, ja. So viel dazu. Ich stell mich unter dich, damit du nicht ertrinkst. Ja, danke schön. Richtig so. So, ganz schön strick sein, wenn man einen Zeitbonus will. Yep. Das muss man ziemlich platt sein. Die können auch nicht schwimmen. Und du kannst immer noch nicht schwimmen. Ja. Aua. Wir sind weggeboxt. Brennt! Ja, Moment mal, wir müssen hier unten irgendwas noch einsammeln. Bei Exit ist auch schon offen, wenn man nicht alle Steine gefunden hat. Ja, der Exit ist immer offen, wenn man drei gefunden hat. Okay. Ach, deswegen geht es ja dann auch schneller, wenn man nicht alle finden will. Brauchst du nicht dazu? Da war noch was zum Einsammeln. Ups. Moment mal, hier ist auch noch was. Oh, da ist noch was. Ja, schon. Achso, einer muss stehen bleiben. Ja. Ja. Ich komme und mach's genauso blöd wie Teleporter, du. Teleporter, geh weiter, geh weiter nach rechts. Da ist ein Teleporter. Vielleicht gibt er noch irgendwas. Nee, da gibt's bloß da oben. Okay. Manchmal gibt es übrigens auch so Fake-Steine. Das sind dann so sozusagen versteckte Stellen. Was ist das für ein Regenbogen? Regenbogen? Ja, den man da ab und an aktiviert. Hier sind Schieb mich mal ins Wasser! Hey! Du musst mich abholen. So, wir haben alles, glaube ich zumindest. Und das irgendwo, also am Ende kriegt man es dann zu sehen, was man verpasst hat, ne? Genau, wenn du was verpasst hast, sieht man am Ende. Das außer Bonus irgendwie notwendig, dass man alles kriegt? Nö. Du kannst auch die Level mit drei Dingens nur und dann direkt rausgehen. Bekommen. Okay. So, jetzt haben wir hier im Gift-Shop, kann man nämlich die Diamanten, die wir jetzt gesammelt haben, einsetzen. Und zwar, wenn du hier in den Teleporter gehst, kannst du oben neue Waffen kaufen für diese Wollknäuel, die wir haben. Ich weiß nicht, ich glaube für 5 kriegst du eine neue Waffe. Genau, bei dem hier kannst du die eintauschen. Wenn du 5 Wollknäuel hast halt, siehst links oben. Aber nicht. Dann musst du zurück. Wie komme ich denn zu... Oh, okay. Genau. Und bei jedem von diesen Dingern hier kannst du mit Y einen neuen Kopf sozusagen freischalten, was halt einer deiner Freunde ist, die gerade verloren gegangen sind. Da gibt's hier 2 und auf der anderen Seite auch nochmal 2 von diesen Maschinen. Ja, yeah. Du solltest den Teleporter vermeiden. Ja, gerade gemerkt. Also hier ist nochmal eine Maschine und hier auch noch. Und kann man irgendwie, keine Ahnung, 300 Köpfe oder sowas sammeln. Ah, okay, deswegen Freunde. Bei dem Mann hat das so besser, ne? So, da habe ich zum Beispiel einen. Für 15 yeah. von den Dingern kriege ich halt einen. Den habe ich halt für mich gerade freigeschaltet. Mach ich das? Muss ich davor schon Y drücken, genau. Den gab's für 10. Du hast einen Gefangenen befreit, jetzt kannst du als der Gefangene spielen. Genau. Wenn du jetzt, ich glaube, wenn wir rausgehen, kannst du deinen Kopf auswählen, denke ich. Ja, ich bin mit meinem eigentlich ganz zufrieden. Aber der ist so langweilig. Halt Grund. Nee, du musst dich vor das Grüne etwas stellen, wenn du genug hast. Geht auch nur links oben, musst du gucken. Oh, ich hab ja nur noch, ich hab 7. Okay, wir könnten. Hier wieder raus. Hast du andere Diamanten als ich? Nö, ich hab nur schon mehr Diamanten als du. Oh, weil du, aber du, da, die wir jetzt holen, zählen quasi für mich dann. Genau, die ich schon mal geholt habe, die kann ich nicht nochmal bekommen. Aber wenn ich halt mehr schaffe, weil die irgendwie besser sind oder so, dann kriege ich die trotzdem. Also die zusätzlichen. Okay, und was kriegt man für den Zeitbonus? 2 extra Diamanten. Hier oben müssen wir zum Beispiel irgendwas kriegen, aber ich glaube durch den Teleporter erst. Kommst du mal hier hoch mit? Ich glaube, ich kann dich hier in den Teleporter schieben. Ja. Wenn du nicht auf mir rumlaufen würdest. Dankeschön, so geht's. Dann kann ich aufeinander auch in der Luft springen.
ich irgendwas für den Zeitbonus? Du kriegst auch zwei zusätzliche Diamanten, wenn wir die Zeit schaffen. Au. Hier gab es übrigens zwei so einen Fake-Block. Siehst du das? Wo ich gerade rumspringe? Ja. Der Block über mir, dass der eigentlich gar nicht vorhanden ist. Okay. Später muss man die halt selber finden. Spring hoch! Oh, du musst warten, bis die Dinger wieder da sind. Warten, bis die Dinger wieder da sind. Genau. Merci. Und warten, bis du da irgendwie durchgekommen bist. Ja. Jetzt musst du kannst selber springen. Genau. Ja, ich muss nur warten. Nee, du kannst ja nur auf das Ding hier selber springen. Ja, aber bis das wieder da ist, meine ich. Hopp, nicht so schnell. Mach ich gut, ne? Das war zu früh. Du musst erst das Ding anstupsen sozusagen und dann warten, bis das halbwegs rum ist. Okay. Oh. Ja, gut, aber jetzt kommst du gleich bei mir wieder. Wie gesagt, du musst erst den oberen abwarten. Und dann unten aktivieren. Hier ist es echt unglaublich konfus, wenn man keinen Plan hat von diesem Spiel. Ich glaube, ohne dich wäre ich gerade in einem Drittel der Zeit unterwegs, wie wir hier durchrennen. Ich kann doch dich vorlaufen lassen, du musst es rausfinden. Nein, ist schon okay. Ich gerne hinten rein. Ah, ich glaube, das nächste Level darf ich nicht mehr rausfinden, weil wie es geht. Nein. Doch, bin ich dafür. Nein. Muss auch mal drin sein. Nein. Doch. Du läufst ganz normal. Musst dich nur immer gut umschauen. Tada! Hast du sogar direkt rausgefunden. Hey. Ich kann's, das heißt, du kannst jetzt auch wieder mitmachen. Ja, ich lass dich halt jetzt weg. Folge Anweisung, Herrscherin Lumi. Ja. Nee, Doch. Komm mit! Komm mit! Komm mit! Willst du dich rüberschmeißen, oder? Hier. Ja, dann schmeiß ich mal. What an amazing jewel. Jetzt musst du da unten, ne, unten auf das Feuer. Ja, ich wollte dich eigentlich rätseln lassen, aber. Lassi. Du kannst es gar nicht abwarten. Ich bin gespannt auf die Level, wo du dich noch nicht auskennst. Das dauert leider noch ein bisschen. Ich bin unfähig zu springen. Da eben halt schnell hin. Hier unten steht auf dem Schild genau, was machen muss. Bis tschüss. Du kannst mitsteuern, da geht's schneller. Ah, okay. Ja, beide steuern. Genau, du hast jetzt beide aktiviert. Sehr gut. Nicht nur oben oder unten genommen, wie es gedacht war. Flap, 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 flap. Das ist vielleicht auch noch ein Feinde. Moment mal. Ich bin ein bisschen überfordert mit Katzen. Du darfst gerne weiter mitmachen. Ja, ich will schon. Ich habe nur meinen Effektlautstärke noch ein bisschen runtergestellt. Ja. Hey! Können die Katzen einfach ignorieren? In der Theorie. Ah, ich verbrenne mit. Das ist natürlich ungünstig. So, warte mal, wie kommen wir denn da unten jetzt zu dem Wollknall? Zu welchem Wollknall? Da, rechts, unten. Dann hätten wir vielleicht noch irgendwie anders hingemusst. Da müssen wir drüber springen. Das sind Stacheln. Drüber werfen. Von hier. Nee, die andere Richtung. Du musst nochmal springen. Muss doppelt springen. Genau. Und an den. Warte mal, da müssen wir unten drunter durch, ne? Genau, so ja. Wie du das gemacht hast und ich es vorhatte. Ja, du hast mich gestützt mit deinem Kopf. Na, immerhin. Mit deinem dicken Wasserkopf hast du mich gestützt. Donko, Wasserkopf. Ja, siehst du doch, runder, großer Kopf. Der Kopf ist so groß wie der Rest vom Körper. Da ist nur Gehirn drin, ne? Nichts mit Wasser. Ja, Gehirn. Hm. Hier besteht auch zu 80% aus Wasser.
Bestimmt. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Meins besteht aus Wissen. Sorry. Ja, oder okay. War das jetzt gut? Nö, wurde es eigentlich gar nicht. Das wurde ja noch gar nicht da. Sollte man dann doch erstmal. Ah, das Boot holen. Rätsel, Rätsel über Rätsel. Macht jetzt Spaß, ne? Ja, das macht mir Spaß. Wegzufahren, während ich da auf dich warte. Ja, wenn du das Boot ranholst, vor allen Dingen. Das war. Hättest du schon rüberlaufen müssen, wenn du es aktivierst. Ja? Lauf gegen mich. Mach ich doch. Oh. Nimm mich mit. Oh. Ah ja, das überlege ich mir nochmal. Ich glaube, wir müssen gar nicht. Wir müssen hier. Von hier aus. Der zweite muss dann nur da hoch. Genau. Vorhin schon mal gefragt, wie man das macht, wenn man alleine spielt. Die Level sind dann anders, immer noch. Aber hast du vorhin schon mal gefragt, ja. Ich habe die Antwort vergessen. Oder ich war gerade überfordert damit, irgendwas zu machen in diesem Spiel. Ups, wurde gegrillt. Hier oben ist noch was. Jawohl. Die sind immer gut umschauen. Immer gut umschauen. Hätte es auch schneller oben sein können. Ja, ja. Ich bin schon da. Wir müssen mal irgendwann mal was spielen, was ich besser kann als du. Oder was ich schon kenne. Also, du hast bei Dota deutlich mehr geübt als ich. Ich war trotzdem genauso schlecht. Das ist doch schon ein Fortschritt, wenn du genauso schlecht bist wie ich. Nicht? Nee. Weil ich Ursa eigentlich immer ganz gut konnte, aber immer nur, wenn keiner zugeguckt hat. Mhm. Immer nur, wenn du nicht mit mir gespielt hast. Ja. Ich habe jetzt letztens bei Rocket League ja auch, habe ich ja 750 Punkte gemacht. Da hast du auch nicht zugeguckt. Ja gut, das liegt daran, dass wenn du mit mir spielst, dass du wahrscheinlich wirklich die schwereren Gegner kriegst. So, ich bin da. Sonst will ich da, nicht wo ich bin. Ja, ja. Never lose hope. I know I did. Später gibt es auch noch andere Level, wo es wirklich um die Zeit geht. Deutlich mehr. Moment mal. Ich ist wahrscheinlich böse. Nein, ist es nicht. Es fliegt ja einfach nur rum. Ja. Ah, da war's. Most people poop themselves and then die in that order. Aua! Jetzt grillen uns beide gerade, das ist schlecht. Ja. Haben wir Respawner also. Ja, da wo wir das Fähnchen markiert haben wahrscheinlich. Huch, der war knapp. Ist da oben irgendwas? In der Ecke oder so? Rechts, links? Keine Ahnung. Muss man dagegen springen. Gegen die rechts, gegen die Steine vor allen Dingen. Sind solide. Jetzt doppelt A drücken nochmal, also nochmal springen drücken. Oh! Nice! Au! Das war aus Versehen. Ah! Ich bin direkt unten wieder gegrillt worden. Nee. Andere Seite, ne? Ja! Komm zu mir. Komm zu mir, Lumi. Was ist da wahr? Komm zu mir. Ich hab's doch auch geschafft. Ja. Du willst mich doch in Wahrheit absaufen lassen. Nein. Ich will dich da darüber werfen. Achso, du musst nicht darüber geworfen werden. Voll. Ich wollte nur helfen. Einmal gekritte Lumi, bitte. Was ist denn das? Drauf stehen bleiben und geht's weg. Dann musst toll. Du, musst es das Schiff. Ja, du bist zu weit drauf liegen geblieben. Du musst das Schiff runterschieben. Ja, 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 ja. Sonst komme ich nicht rüber.
Was? Den müssen wir besiegen. Er hat einen Diamanten geklaut. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Für den, den. Hab ihn. Nice. Oh, shit. Ich wollte eigentlich gar nicht das rausgehen. War das das war auch. Ja, ist. Ich bin diese grüne Sprinkler kommt, haben wir alle Diamanten zumindest erwischt. Der gerade ganz am Ende kam, kam so ein kurzes grünes Aufleuchten. Liebe YouTube-Zuschauer können zurückspulen. Kannst mir nachher beim Schneiden angucken. Du magst mich wohl nicht hier rüberwerfen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ah, komm, versuch mal. Weit genug werfen. Versuch's. Ja, vielleicht noch ein Stück an den Rand gehen? Ja, ja, ja. Du warst ja nicht nah. Okay, nee, klappt nicht. Au. Da geworfen. Nimmst du mich noch mit? Nee. Ausnahmsweise? Nee. Vielleicht mache ich erstmal die Katze platt. Versuch's. Oh, das war jetzt aber ungünstig, ne? Ah, ne, du kannst es ja herholen. Sehr schön. Ich möchte Musik fort von dem Spiel. Ja. Cool. Einfach fliegen lassen. Let it be, let it be. Fragezeichen. Oh, da unten ist ein Teleporter. Ja. Kann man wohl irgendwie hinkommen oder rauskommen. Hm. Ich hab's nicht geschafft, aber ich komme zu dir hoch, glaube ich. Ja. Ja. Moment mal. Also, so, jetzt kannst du rüberkommen. Ich oben drauf stellen. Muss ich dir oben machen. Genau. Ja. Lumi schiebt mich halt wieder zurück. Ohne dich spielen. Autsch. Weißt du, ich bring mich lieber um, als hier weitermachen zu müssen. Exit now hope. Moment mal, hier kommen doch bestimmt auch noch irgendwie hoch. Vielleicht von oben? Kannst du dich mal hier hinstellen, wo ich jetzt stehe? So, wieder auf den Kronen Kopf. Oder so, nicht von oben. Hier ist der Ausgang hier oben. Hui! Ups. Du musst immer mehr neue Sachen dazu. Du musst schon ein Sprungding nehmen. Ja, ja klar, ja, das ist immer schwieriger. Hui, warum gibt's denn das hier? So, dafür gibt's das hier. Hier mitkommen? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Da haben wir übrigens wieder diese grüne Schaueranzeige, dass wir alle Diamanten haben. Prima. Rocket. Rocket League? Nein, nie Rocket. Also, du hast gar nicht alle Türen da gemacht aus der Gegend. Nee, die links nach der großen Tür sind Bonus, also Zusatztüren. Wie wär's mit Werfen? Wär zu Nein. einfach, oder? Okay. Holst du mich auch? Dann musst du ja. schon stehen bleiben. Ohne selber runterzufahren. Also, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich glaube, du bist ein bisschen zu ängstlich. Ja, du kommst eh nicht so nah. Ich glaube, ich muss dir da hinten was aktivieren. Aber das wäre auch gegangen. Aber ich glaube, er wäre auch so drüber gekommen. Du musst es ziehen. Ja, ja, ja. Nicht reinsetzen, ziehen. So ein faules Stück. So. Ich wollte es eigentlich schieben. Aber so geht's. Ach so, das fällt nicht bei den Wolken, das Ding. Die Katze will mit dir schmusen. Was wollen die mit mir schmusen? Oh. Huch. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Weiter. Ja, hab's gerade gemerkt. Oh toll, ganz unten der Anfang.
Hui, Flügel! Brot! Ich mag Brote. Ja, da kann man sie so schön faul reinsetzen und schieben lassen. Na, nicht so weit! Nicht so weit! Ich glaube, ich brauche dich hier oben, aber... Oh shit! Komm mal! Ja. Ich merke schon, ja. Danke! Einmal gegrillte Lumi, bitte! Und dann enden wir nochmal. Oh, whoops. Ja, das geschieht dir recht. So. Ich hab noch einen Moment überlegt, ob ich das Boot wegfahre, während du unterwegs bist. Schnell. Gas geben. Verdammt, ich bin gegrillt. Autsch. Mach das doch mal für uns beide. Du musst trotzdem noch irgendwie hoch. Du darfst nicht so gegen die Wand springen. So geht's auch. Du bist immer gegen die Wand mitgesprungen. Das war nicht so gut. Der war knapp. Ich bin fast gegrillt worden. Ich hätte gar nicht mehr gewusst, wo ich gerade bin. Da kam wieder der... Der Schauerregen. Wand sind Schauer. Doch sehr kurzweilig. Ja. Bestimmt. So, und jetzt haben wir das große Finale des ersten Akts vor uns. Wie viele Akte gibt es? Weiß ich immer noch nicht. Mindestens 3. So, Akte, du hast vorhin so eine Kapitel gesagt. Ja, das Kapitel und Akte sind nachher das gleiche. Jetzt sind wir hier hinter der Bühne, ne? Da ist das Publikum, vor dem wir immer rumspringen die ganze Zeit. Nicht vorhin gesagt, du hast 8 Stunden gebraucht, um den ersten Akt zu machen? Nee, die ersten 2. Aber ich hab's auch einmal alleine und einmal im Korb gespielt. So, jetzt geht's auf Zeit. Halt. Ah, nee, komm nicht hin. Komm nicht hin, das geht später. Ah. Wieso komm ich denn nicht raus? Danke schön. So. Ah, ja. Ah. Bin überfordert. Wir müssen halt jetzt in der Zeit zum Ende kommen, wenn wir das nicht schaffen. Oh, Entschuldigung. Also wir brauchen jetzt hier keine Diamanten suchen, oder? Doch, auch. Aber nicht draufstellen! Das ist die gleichen Bedingungen. Du brauchst wieder mindestens 3 Diamanten und es gibt eine Bewertung. Je nachdem, wie viel du gefunden hast. Jetzt müssen wir halt wirklich zusammenarbeiten, anstatt wie vorher rumzublödeln. Muss ich jetzt lang? Ich glaube, ja auch. Denke ich. Guck mal, warte. Oder kann man... Ich bin schon da. Was? Da gab es ein Chatpack. Kannst wieder hochfliegen. Geh's mal durch, ne? Das zählt für uns beide in dem Fall. Weil wir müssen nämlich 2 Level machen mit Zeitlimit. Also nicht mit dem gleichen, aber mit. Wir müssen 2 Level am Stück machen und schaffen. Guck mal, sind das nicht ganz schön schlimme Geister? Nimmst du mich mit? Wären das Wolken neu? Hab es. Und ich blick schon gar nicht mehr durch, wo ich gerade bin. Und bist du rumgeworfen. Man merkt echt, dass du ein paar Minuten mehr in dem Spiel verbracht hast. Es ist halt ein Jump-and-Run-Spiel, ne? Mit Abschätzen und so. Abschätzen ist ja schön und gut, aber wenn du halt die Spielmechaniken so gar nicht kennst. Wo? Ist ja nicht mein erster Plattformer, den ich spiele. Toll. Einmal gerade Lumi bitte wieder. Macht dir Spaß. Ja. Bisschen. Geh weg. Danke. Andere Richtung. Ah, verdammt. Dass er nicht da dran kommt. Fällt halt runter. Oh, verdammt. Ich war zu früh. Nein.
Ha, geschafft. So, jetzt. Gib Gas. Ich komme hier, glaube ich, nur durch, weil du die ganze Zeit gewinnst. Also einfach durchrennst. Ja, so muss man das halt normalerweise den Zeitdingern da machen. Oh, du hast trotzdem mehr Bewertung. Nee, du kannst ja mehr Bewertung bekommen als ich. Das wäre fies gewesen. Nein, wir haben ja zusammengespielt. Ja, du kannst trotzdem, glaube ich, unterschiedliche Bewertungen bekommen. Echt? Ja. So, Chapter complete. You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation, but boy, this place is quite the enigma, wouldn't you say? I would. And you know, a little warning would have been nice. You know, before they threw us headfirst into this gladiatorial, prisony place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Boat. I mean, they do the same for you, and adventuring just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious, one taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat! And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. And this lovely lass always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, she always smells like chocolate. So that's good. And then there's this guy and this handsome fellow and that thing. All your best friends imprisoned. And they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning he gave everybody flowers and presents and now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Betray us. Never! Something fishy's going on here and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, albeit fashionable hat. Sure looks evil. I mean, it's glowing red and stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. So what dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know, but use caution as you continue your gallant endeavor. Don't like, fail and die and stuff, because it's all up to you now. What? Why did do that? That was scary. Ja, das war sympathisches Spiel. Kapitel 1. Ich würde das an der Stelle erstmal sozusagen beenden. Ich hoffe, euch hat es allen Spaß gemacht. Lumi hoffentlich auch, weil sie hat das Spiel zum ersten Mal gespielt. Lumi weiß gar nicht, was sie die ganze letzte halbe Stunde gemacht hat überhaupt. Ja, ich glaube, du musst das nochmal alleine machen und aufnehmen. Dann merkst du vielleicht auch, wie die Level unterschiedlich sind. Was? Dann merkst du auch, wie die Level unterschiedlich sind, wenn du es alleine nochmal versuchst. Das gleiche Kapitel. Wäre vielleicht nicht so unspannend, mache ich vielleicht mal. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.